hier sind Christian und der Frank. Und zusammen sind wir Backside. Tag. Heute beim Eisstockschießen hier, nicht in der Eisrinne, sondern beim Eisstockschießen, Felix Loch, wenn ich richtig informiert bin, dreifacher Olympiasieger. Richtig, ganz genau. 14-facher Weltmeister? Ja, denk schon. Das hört sich gut an. Und natürlich wieder dabei Christian Pohler, unser Snowboarder, der hier das inklusive Redaktionsteam unterstützt. Christian, Fragen an den Felix? Habe ich. Warum bist du 13 Mal Weltmeister geworden? Ja, warum bin ich 13 Mal Weltmeister? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, weil ich ganz gut rudern kann. Und ich mache es da schon sehr, sehr lange. Also das erste Mal bin ich mit 6 Jahren am Schlitten gesessen und anscheinend funktioniert es ganz gut. Und deswegen habe ich wahrscheinlich schon 13 Mal bei Weltmeisterschaften gewonnen. Wann bist du zum ersten Mal gerodelt? Das erste Mal bin ich ziemlich genau mit 5,5 Jahren am Schlitten gesessen. Ist jetzt schon zeitlang her, also eigentlich fahre ich jetzt sozusagen schon 25 Jahre lang oder bin ich schon 25 Jahre lang am Schlitten, also es ist schon ganz schön lange Zeit. Wie kommst du zum Special Olympic? Es bietet sich, das ist halt super. Also ich bin hier aus Berchtesgaden und wo ich das mitbekommen habe, auch über die Hilde, wir kennen uns ganz gut und deswegen habe ich gesagt, ja, natürlich bin ich hier mit dabei. Drückt euch die Daumen, ich bin auch morgen oder übermorgen auch mal wieder mit dabei, weil ich finde es einfach cool, wie ihr die ganze Sache macht, wie ihr da rangeht. Ihr seht es genauso wie ich auch, sportlich alles, ihr gebt da Vollgas und euch macht das Spaß und deswegen habe ich sofort gesagt, ich bin da mit dabei und unterstütze euch. Hat dir Eisstockschießen Spaß gemacht? Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich muss ehrlich sein, ich habe das zum allerersten Mal heute gemacht und es schaut viel, viel leichter aus. Also wenn man da, jetzt muss man sagen, die Profis sieht, wie locker die das Ding da vorhauen und eigentlich immer da die 12 fast treffen und ja, ich glaube, ich habe mich nicht ganz so schlecht angestellt, aber es ist nicht so einfach. Ich habe eine Frage. Wechselst du jetzt den Sportart? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich soll lieber beim Rodeln bleiben. Das funktioniert doch viel, viel besser. Vielen Dank. Danke.